Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Batman Arkham Asylum. Und wir müssen nun mit William North sprechen. Na dann. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja. Aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Ja, der Bowles hat wohl dann keine Freunde mehr. Es tut mir leid, Kumpel. Ja. Bowles, dieser Verräter. Aha. Eine Riddler-Trophäe. Naja, wir werden jetzt nicht jede Riddler-Herausforderung machen. Nein, da kommen wir eh nicht hoch. Ach. Ich möchte eigentlich storymäßig mehr vorankommen. Der Riddler ist mir jetzt nicht so. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten wichtig. Live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. Ich hab es ausgelassen. Hier ist Joker. Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn hier irgendwelche Gesetzeshüter, Wachen oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Alles ist möglich! Der Zugang zur Insel ist beschränkt worden, der Luftraum ist abgeriegelt und erste Berichte legen nahe, dass Batman selbst auf der Insel gefangen ist. Wir sind gleich wieder da und berichten live über alle Entwicklungen. Zurück ins Studio. Danke, Jack, und mehr darüber in Kürze. Ja. Ja, jetzt passt ja die Musik. Ja, klar doch. Aha. Da müssen wir doch bestimmt wieder rein. Gut. Aha. Oh, jetzt sind wir ja draußen. Aha. Arkham Asylum, ja. So, das haben wir geschafft. Und was jetzt? Sind das unsere Leute? Fliegen wir doch mal hier rüber. Hui. Batmans Auto immer noch vor der Intensivbehandlung brach. Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu breitschlagen. Was?
Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Gut, da ist also unser Batmobil und da müssen wir nun hin. Dann werden wir doch so... Jo, so laufen wir, aber erstmal das Tonband nehmen. Aufgezeichnetes Patientengespräch. Das Subjekt hat keinen dokumentierten Namen, alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psycho-Charakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. Ich Fleisch und Blut, na dann? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse anziehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze... Die Witze lassen? Hey, Schappi, hat sie nicht mal erkannt? Wenn jemand mich hören kann, schickt sofort Verstärkung zum Anwesen. Aha. Ach, flippen die Verrückten jetzt aus? Brauchst du Hilfe? Seien Sie nur wachsam, Officer. Ich kümmere mich darum. Ja, müssen wir jetzt hier lang, oder? Da würde es hochgehen. Hä? Die Karte. Wie konnte man die Karte einschalten hier? Etwas falsch gelaufen. Das ist eben blind. Also müssen wir nach da, oder? Nein. Also, wenn wir uns umdrehen. Nach da. Okay, dann gehen wir doch mal nach da. So. Hui. Ein guter Tag zum Fliegen. Hopp. Ja, das sieht schon mal besser aus. Hier müssen wir lang. Ja. Oh. Ich kann nicht glauben, dass Sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mache dem ein Ende. Jetzt. Ja, das wollen wir doch hoffen. Das ist Batman! Wow. Der Alter. Der Flug hat mich von diesem Gebäude in Wochen baumeln lassen. Alter Mann. Ihr könnt mich doch nicht einfach so anschießen. Also wirklich, nein, das tut man doch nicht. So. Ey, ihr Schweine! Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Genau so ist es, Jungs und Mädels. Sie gehört mir. Wartet nur, bis ihr meine Pläne für diesen Ort hier seht. Er ist hier! Es ist fantastisch. Ja, ich bin hier, weil ihr mein Auto kaputt machen wolltet. Also, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf euch. Ihr könnt mein Auto doch nicht einfach... ruinieren, Mensch. Au. Nein, das lasst ihr jetzt. Oh Mann, macht das ein Funnier. Ja, die Konter sind astrein. Ah, du stehst noch. Ja, du standest noch. Es gibt einen Vorrat an Explosivgel im Kofferraum des Batmobils. Aha. Vielleicht brauche ich es. Explosivgel. Edel. Kann benutzt werden, um strukturelle Schwächen in der Bausubstanz von Arkham zu zerstören. Warnung. Explosivgel könnte Umstehende verletzen. Ja, so schlecht finde ich das doch gar nicht. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat.
Aha. Paging, ruf an Dr. Howard und Dr. Fein. Merkwürdig, das ist Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Er würde sie niemals zurücklassen. Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Okay. Wollen wir die Pfeife mal mitnehmen? Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Ich bekomme einige beunruhigende Berichte über einen Fledermausbefall in der Anstalt von Arkham. Ich möchte alle daran erinnern, dass es ihre erste Bürgerpflicht ist. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Ja, und der Joker im Hintergrund. Genug. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen. Gut, wie machen wir denn das? Ach so. Aha, vorbereiten und sprühen. Sehr schön. Und wie zünden wir das alles? Nein. Nein. Aha. Ach, zünden. So. Hopp. Hopp. Sehr schön. Aha, neues Upgrade verfügbar. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt einfach das Upgrade für Explosivgel war, was es jetzt freigeschalten hat, oder... Aha. Aha. Könnte nützlich sein. So, aber erstmal hier aus dem Detektivmodus raus. Zart zählt darauf, dass du seine... irgendwas findest, Arbeit oder so. So. Ich will nur alle wissen lassen, dass ich eure harte Arbeit wirklich schätze. Euch Jungs zuzuschauen ist wie sich bei mir zu Hause mein Lieblingsfilm. Wie heißt er nochmal? Ach ja, Angriff der dummen, schlüpferhaften Idioten, die keinen Trottel finden können, der sich als Fledermaus verkleidet. Und jetzt weiter. Ihr wollt wohl ja für die Party was tun. Ja, dein Freund, der merkt ja nicht, dass du dich einfach schlafen legst. Da ist Joker nicht erfreut. Ihr sollt doch für die Party mal alles organisieren. Aber nein, das geht ja hier nicht. Ach, sehr unvorbildhaft. Gut, wohin denn dann? Ich möchte euch ja nicht irgendwie das Let's Play versauen, wenn ich hier immer im Detektivmodus arbeite. So. Ich würde mal hier hin, weil hier sind eventuell diese ganzen Tonbänder oder so versteckt. Aha. Batman, was ist los? Die Verrückten bewegen sich auf das Medizingebäude zu. Und was macht Joker? Er versucht, die Insel Stück für Stück zu übernehmen. Sieht aus, als wäre das Medizingebäude sein nächstes Ziel. Ist jemand aus dem Gebäude entkommen? Ich sah, wie ein Doktor versuchte, rauszukommen. Er wurde zerrissen. Ins Wasser geworfen. Er hatte keine Chance. Sie warten hier. Ich bin gleich zurück. Okay. Wir sind gleich zurück. Wir müssen uns doch erstmal um Gordon kümmern. Ich sitze nur hier und sehe mir Cartoons an. Wenn einer von euch noch den Blick geht, weil ich an sich lang. Dann soll er rüberkommen und mich treffen. Und schaut nicht hoch, wenn ihr die Tür öffnet. Sonst verderbt ihr mir die Überraschung und mein Experiment. Ach ja, der Joker. So. Aha. Gut, es geht also nach da und dann werden wir wohl kämpfen müssen. Wer ist hier? Ich bin hier, ich bin hier. Eigentlich wollte ich ja mit Joker die Party feiern, aber jetzt habe ich euch gesehen und ich wollte natürlich auch mal mit euch etwas Zeit verbringen. Mein Gott, jetzt war ich aber gerade schlecht. Das gehört sich so nicht. Oh, au, das tat weh.
Oh, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüssi. Hab gute Nacht. Scherzgebisse, Scherzgebisse. Ich mag euch nicht. So. Da haben wir doch mal was abbekommen. Was? Sind hier irgendwo Scharfschützen oder so? Dann mal hier herein spaziert. Mal sehen, wie es hier aussieht. Harley. Da, 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 da. Hey, verschwinde, Batman! Das ist meine Ich-Zeit. Wo ist Gordon? Würdest du es nicht gern wissen? Ich bin hier drüben. Halt's Maul! Hau! Du dumme Kuh! Harley! Was macht er hier? Es ist zu früh! Tut mir leid, Süßer. Sei nicht sauer auf mich. Oh, du kleines Luder. Ich kann nie böse auf dich sein. Tut mir leid, Batman. Du musst einen anderen Weg finden. Ciao. Dieser Weg ist versperrt. Ich suche draußen nach einem anderen Weg hinein. Okay. Ja, Harley, du kleines Luder. Gehen wir doch mal nach oben. Nein, geht nicht. Doch. Das geht. Hui. Sieht schlecht aus, um ehrlich zu sein. Was? Aha. Aha. Hallo, ich bin Anstaltsleiter Io. Lasst mich euch in eurem neuen Heim begrüßen. Hier in der Idiotenanstalt haben wir nur eine Regel. Ihr werdet uns niemals verlassen. Ach, der Joker. Na gut. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.